Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Lars. Hallo, guten Morgen, lieber Stefan. Lars, ich habe heute Morgen in meinen Sportsachen geschaut, und ich habe gesucht und gesucht. Ich habe auch nicht das gefunden, was ich finden wollte. Ahnst du, was ich finden wollte? In deinen Sportsachen hast du gesucht und nicht das gefunden, was du finden wolltest. Und soll das jetzt mit unserem Thema zu tun haben? Ja. Ich weiß Ich habe es ihn nicht, sag mir. ausgehebelt. Ich habe nicht die Bleiweste gefunden. Ach so. Ja, ich erinnere mich an alte Zeiten, das ist lange, lange, lange her. Da haben wir wirklich beim Fußball Bleiwesten getragen. Entweder wirklich eine Weste oder an den Füßen, das Bleigewichte gehabt, um zu trainieren. Und was ist der Bezug? Jetzt hast du die Brücke ja gefunden. Ich habe sie gefunden. Ich bin jetzt auf der Brücke drauf. Der Bezug ist, dass jemand vom Bitkom, ich weiß gar nicht wer, hat die Bleiweste erwähnt im Zusammenhang mit den Regularien, Regeln, Datenschutz, DSGVO, KI-Act und so weiter, die die EU so alles aufstellt, um den Unternehmen die Fesseln anzulegen. Genau, der Unternehmen Vorsitz können ist nicht so, wie Bitkom. sie wollen. Unternehmen können nicht so, wie sie wollen, wegen der EU. Genau, die ist allem schuld. Wir reden heute von der Bitkom-Vorsitzende. Der Name kommt mir auch gleich noch, der das so gesagt hat. Und ja, ich glaube sogar auf dem Digitalgipfel, den wir eigentlich heute gar nicht behandeln wollten, aber da hat er diese Aussage getroffen. Und Herr Wissing hat gesagt, er würde natürlich alles befreien, damit wirklich die Wirtschaft wieder mal ein bisschen vorankommt, weil die böse EU, die Na bösen klar. Regulierungen, die sind an allem schuld. Und das ist unser Thema. Wissing will, oh, Überraschung, Wissing will wirtschaftsfreundliche KI regeln. Wissing. Und Wissing auch will Habeck Wirtschaft, das ist auch noch eine Alliteration. will Wirtschaft, ja, egal. Also, dies hier, ihr habt es wahrscheinlich jetzt trotz unseres ja, Gelabers am frühen Morgen verstanden. Wir wollen reden über künstliche Intelligenz in Europa. Wir wollen reden darüber, dass einige Konzerne, Apple und Meta in Persona, bisher KI oder AI-Funktionalität zurückhalten. Und Grund dafür sind die unsicheren Regeln, die unklaren Regeln, die unklare Gesetzgebung hier in Europa. Dein geliebtes iPhone Mirroring, was das mit KI zu tun hat, weiß ich zwar nicht, ist auch noch nicht verfügbar zum Bleistift, ja, aber der liebe Mark Zuckerberg und auch Apple haben gesagt, ja, die böse, böse, böse EU und deshalb kriegt ihr in Europa keine KI. Umgedreht hat dann die Wirtschaft natürlich auch entsprechend reagiert und gewisse politische Richtungen haben reagiert. Genau, es kommen einem ja ein bisschen die Tränen, muss ich sagen. Ja. Also erstmal der Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst hat gesagt, es sei Wintergerst. so, als würde man mit Bleiwesten Fußball spielen, wenn man an die EU-Regularien denkt. Und wo mir wirklich ein bisschen die Tränen kamen, war, als ich ein Interview gelesen hatte mit Chris Cox von Meta. Der ist der Chief Product Officer von Meta, ist auch für das gesamte Thema KI zuständig und der hat dem Handelsblatt ein Interview gegeben und da sagt er zum Beispiel: Wissen Sie, ich reise oft nach Europa und es betrübt mich sehr, wenn ich an die Dinge denke, die wir aufgebaut haben und die hier auf Probleme stoßen. Wir haben Meta AI im guten Glauben aufgebaut, mit Blick auf das europäische Recht und mit Blick darauf, was die europäischen Nutzer wollen. Oder mich besorgt das sehr. Niemand möchte in einem Markt aktiv sein, in dem die beste Technologie nicht verfügbar ist. Das gilt insbesondere für junge Ingenieure, Geschäftsleute und Entwickler. Jeder möchte in einem Land leben, das versteht, wie moderne Technologie aussieht. Dass das in Europa nicht der Fall ist, bereitet mir Sorgen für die Zukunft. Ich Das reiche sagt er. dir virtuell das Tempotaschentuch, damit du deine Ich bitte darum. Tränen hier entsprechend trocknen kannst. Ins gleiche Horn stoßen dann von der anderen Seite natürlich auch Kommentatoren, insbesondere auch der FAZ, die eben von einer Zweitklassigkeit der EU sprechen durch diese Regeln. Es wird geheult, dass man entsprechend wirtschaftlich zurückfällt, dass man eben keine Wettbewerbsvorteile mehr hat und dass alles wieder den Bach runtergeht. Genau schon wie bei der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung oder GDPR, wo man ja auch gescheitert sei. Genau. Vielleicht ist es mal so, meine These in den Raum gestellt. Vielleicht ist es ja so, dass diese Konzerne nicht so richtig verstehen, wie moderne Technologie aussieht. Das könnte ja auch sein. Ich glaube nicht mal, dass sie nicht verstehen, sondern einfach
Sie wollen einen freien Zugang zu den Informationen haben. Sie wollen möglichst ungehindert ihre Technologie einsetzen können. Bei dem einen oder anderen spielt sicherlich auch das Thema Datennutzung eine ganz essentielle Rolle. Das ist ja auch so ein Punkt. Mit welchen Daten werden die KI-Modelle, mit welchen europäischen Daten werden die KI-Modelle trainiert? Dürfen sie trainiert werden? Und natürlich, da hat die EU jetzt mit DMA, DSA, AI Act ein Rahmenwerk geschaffen, mit dem man sich die amerikanischen Konzerne auseinandersetzen müssen. Und das gefällt ihnen nicht. Genau, das gefällt ihnen nicht. Und da wird eben dieses Gegeneinander Europa versus USA oder der Rest der Welt gemacht, ne, alles, die ganzen Innovationen und die Nutzenden profitieren überall auf der Welt von den tollen Innovationen, die KI mit sich bringt, aber in Europa geht das halt nicht wegen den Regularien. Und wie gesagt, nochmal zurück, was ich gesagt habe mit dem, Sie verstehen nicht, was moderne Technologie bedeutet. Vielleicht ist es ja viel moderner, sich eben auch darüber Gedanken zu machen, wie das denn so mit dem Datenschutz aussieht, mit dem Schutz der persönlichen Daten und da eben vielleicht doch gewisse Regularien einzuführen oder dazwischen zu schalten, die halt vielleicht im Rest der Welt eben so nicht oder wo es halt nicht, wo das nicht so im vordergründig im Blick ist, würde ich sagen. Ja, aber es ist schon wieder mal typisch, diese unterschiedlichen Interpretationen. Das Beispiel DSGVO ist ja genannt worden. Die einen sagen, das ist ein Vorbild, es wird weltweit nachgeeifert, selbst in einigen amerikanischen Bundesstaaten hat man wohl die DSGVO-Regeln kopiert. Die anderen in persona, eben die FAZ, sagt, das ist alles wirklich ein Wettbewerbsnachteil für uns. Die Klein- und Mittelunternehmen angeblich ächzen unter diesen Forderungen. Artikuliert wird das aber vor allem von der großen Wirtschaft, dass die Kleinen ächzen. Genau. Ja, also Wirtschaftsliberalismus ist momentan etwas, was wieder hoch im Kurs ist und wo man einfach gesagt, freier Markt, freie Regeln, obwohl ja eigentlich in den letzten Jahrzehnten nachgewiesen wurde, dass der freie Markt, die freien Regeln nicht unbedingt immer funktionieren. Ich sage jetzt nichts über Volkswagen, das hat heute nichts mit unserem Thema zu tun, aber da muss ich dann auch immer dran denken. Also auf der anderen Seite dann diejenigen, die immer regulieren wollen, ja, und da ist dann die Frage, was ist das gesunde Mittelmaß, gerade jetzt in diesem Beispiel künstliche Intelligenz. Wie viel Regulation muss sein, wie viel Kontrolle muss sein und wie viel freier Markt muss sein? Das ist sicherlich nicht einfach. Ja, nee, es ist nicht einfach und es ist ja, es erinnert ja ein bisschen, wenn ich mal so die Historikermütze aufsetze, es erinnert ja auch ein bisschen daran, als eben ne, industrielle Revolution im 19. Jahrhundert, auch da ging es halt erstmal los mit völlig unregulierten Märkten, die auch all das Negative mit sich oder die eben sehr viel Negatives mit sich bringen und dann haben Regularien eingesetzt, haben eben Staaten eingesetzt, eben auch mit Druck oder unter Druck von der Öffentlichkeit, von Nutzenden und so ein bisschen erinnert das ja hier auch. Ne? Und es ist ja bei weitem nicht so, nochmal zurück zu dem Gegensatz EU, USA, es ist ja bei weitem nicht so, dass es diesen Gegensatz gibt. Also wenn ich an OpenAI zum Beispiel denke, die hat mir jetzt noch gar nicht erwähnt, da ist natürlich gerade das Thema ja Schutz von Daten, Datenschutz und so weiter ja auch sehr wichtig. Also da gab es ja jetzt auch Meldungen, dass ein ehemaliger Mitarbeitender von OpenAI eben gesagt hat oder ja mal so ausgepackt hat, was eben OpenAI so getan hat und tut in Sachen alle öffentlich verfügbaren Daten einfach mal zu nutzen, ohne irgendwen zu fragen. Die New York Times klagt gegen OpenAI, eben weil sie das gesamte Archiv von der New York Times eben nutzen für das Training der eigenen KI. Also wie gesagt, es ist bei weitem nicht so, dass hier in den USA es irgendwie Konsens gibt darüber, dass eben die Unternehmen möglichst frei agieren sollten an dem Wohl der Tech-Konzerne wird irgendwie die Welt genesen, so ist es eben bei weitem nicht. Und das ist halt, da muss ich dann Volker Weber, oder denke ich eben sehr oft an Volker Weber, da hast du ja auch einen Link geschickt, eben der Bullshit-Detektor, wenn ich eben solche Aussagen wie den eben vom am Anfang zitierten Chris Cox sehe, das ist betrübt ihn sehr und wir haben Meta-AI im guten Glauben aufgebaut, also es glaubt doch niemand, es kann doch niemand ernsthaft glauben, dass das so ist. Gerade Meta, wenn du an die ganzen Skandale und Geschichten denkst, die in den letzten Jahren passiert sind, also Meta, wenn Meta etwas macht, doch da eher im guten Glauben an die eigene wirtschaftliche Stärke. Ja,
Ja, wir gehen jetzt nicht auf die Gerichtsverfahren ein, die eben die Verknüpfung der Daten der verschiedenen Ja. Metadiensten zu Werbezwecken jetzt gerade auf verurteilt hat. Ich möchte erstmal für Tonprobleme potenziell mich entschuldigen. Lars, bei dir warst du teilweise weg. Anyway, Okay. ich denke, man konnte euch trotzdem verstehen. Aber jetzt auch nochmal zurück zu dem Beispiel auch meiner Freunde von der FAZ. Ich habe jetzt ein paar Beiträge rausgesucht, die auch hier vorliegen, wo eben darüber gejammert wird, Zweitklassigkeit und ihr schadet der europäischen Wirtschaft. Auf der anderen Seite, New York Times, FAZ, wird die FAZ sich verwehren, dass die KI-Modelle oder die Anbieter das Archiv der FAZ kostenfrei zum Trainieren ihrer Daten nutzen. Da bin ich ziemlich sicher, so wie ich die FAZ-Herausgeber kenne, dass sie dann auf den Tisch hüpfen und sagen: Nee, 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 das dürft ihr aber nicht, das ist unser Eigentum, dafür müsst ihr zumindest mal zahlen. Also, das ist auch so eine Doppelmoral, wo auf der einen Seite eine freie Wirtschaft gefordert wird, auf der anderen Seite dann aber, sobald die eigenen Interessen ins Spiel kommen, dann schon gesagt wird, das müssen wir regulieren, das müssen wir kontrollieren, da müsst ihr zumindest mal tief in die Tasche greifen, damit ihr die Daten eben entsprechend nutzen könnt. Also es ist, Ja, wie gesagt, ein schweres Thema, schwieriges ja, Thema. genau. Die Frage ist ja mit dem, man schadet der deutschen oder europäischen Wirtschaft. Was ist denn damit genau gemeint? Weil es ist ja ein Fakt, dass es eben gerade bei diesem ganzen Thema KI, dass es ja eher so ist, dass man, wenn man eben Europa eben auch frei, ja, europäische Daten, den europäischen Markt frei verfügbar macht für KI-Trainingsmodelle von Unternehmen, dass man damit ja eher den US-amerikanischen Unternehmen oder der US-amerikanischen Wirtschaft nützt und die fördert und nicht so sehr die deutsche und die oder die europäische Wirtschaft, ne? Die Frage ist wirklich, ja, um wessen Interessen geht es denn hier überhaupt? Ne? Ja, es ist schwierig und das Thema EU ist sicherlich auch ein schweres Thema. Ich habe jetzt für die, die schauen, jetzt auch mal die EU eingeblendet, denn dort gibt es natürlich jetzt auch Bestrebungen, dass man sogenannte EU-Datenräume schafft, gerade auch industriespezifisch, nachdem Gaia-X ein Riesenerfolg ist, jetzt Catena-X, also das ist dann in der Industrie. Das sind ja auch durchaus überlegenswerte, sinnvolle Ansätze, wo man sagt, man schafft hier Datenräume, die auch genutzt, die analysiert werden können, um eben wettbewerbsfähig, insbesondere in Europa zu bleiben. Aber kommt genau der Punkt, welche KI setzt man denn ein, um diese Datenräume dann eben zu analysieren? Und da sind die Europäer ja nicht so unbedingt vorn dabei. Und Aleph Alpha, das wir ja auch mal hier behandelt hatten, entwickelt ja kaum noch seine eigene KI, sondern ist jetzt so mehr so ein Consulting-Unternehmen geworden, weil man eben im Wettbewerb nicht mithält. Da gibt es noch die Franzosen, die noch da ein bisschen dabei sind. Aber es ist auch schwierig, weil natürlich auch wieder die nationalen Interessen und eine ja, doch nicht so einheitliche EU-Industriepolitik oder KI-Politik vorhanden ist, wie man sich das vorstellen könnte. Ich habe ja auch mit dir geteilt den Beitrag der Ökonomin Francesca Pria, eine Expertin für Digitalpolitik, die CTO, also Chief Technology Officer in Barcelona war. Und Barcelona ist ja so ein auch durchaus Vorzeigeobjekt, die sagt, ja, wir müssen unsere eigene Infrastruktur schaffen, wir müssen unsere eigenen Dienste entsprechend aufbauen, damit wir eine höhere Autonomie haben im Bereich auch der künstlichen Intelligenz. Sie geht dann auch noch auf Social Media ein, aber wir reflektieren das oder spiegeln das heute mal auf das Thema künstliche Intelligenz. Und da sieht man ja nicht so unbedingt die Fortschritte und ein deutscher Digitalgipfel. Ich weiß auch nicht, natürlich müssen wir in Deutschland da noch eine Menge tun, obwohl ja dort gesagt wurde, bei uns ist alles so toll. Aber ich glaube, ohne einen wirklich europäischen Ansatz kommen wir da nicht so besonders weit. Ja, sehe ich genauso. Und ich finde es, also vielleicht sollte man sich dann auch in der Wirtschaftsförderung oder Wirtschaftspolitik auf europäischer Ebene eben mal ein Beispiel nehmen an den ja, Datenbehörden auf europäischer Ebene. Da klappt es ja offensichtlich, ne, mit einer internationalen Zusammenarbeit und auch mit internationaler Herangehensweise. Und vielleicht sollte man das, wie gesagt, auf der wirtschaftspolitischen Wirtschaftsförderungsseite eben genauso machen, um eben mal zu gucken, wie, ja, was ist denn also auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein, was ist denn eben der Vorteil und was ist der Mehrwert hier in Europa und wie
können eben Unternehmen in Europa sitzen, eben nicht gehypt, wie das mit Aleph Alpha war, du hast es schon erwähnt, sondern insgesamt, wie man eben den Wirtschaftsstandort Europa und vor allen Dingen auch die Unternehmen in Europa eben entsprechend fördert. Weil ich glaube, das hatten wir ja am Anfang gesagt, also das, was eben hier an KI, an Datenschutzregularien eben entsteht, ist halt auch ein Beispiel oder kann auch beispielhaft für die Welt sein. Und da würde ich mir eben auch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein dann manchmal wünschen. Sicherlich kann man überlegen, und das verstehe ich schon auch bei so einem Beispiel wie der DSGVO, dass man Sachen vereinfacht, ein bisschen streamlined. Natürlich hat die EU neigt zur Überbürokratisierung. Also wie gesagt, es ist nicht schwarz und weiß, da kann man sicherlich an vielen Stellen ansetzen. Aber es fehlt die europäische Vision, wie man sich da im Bereich auch der KI positionieren will. Einerseits Dinge nutzen möchte, andererseits aber eben dieses Thema Souveränität, Datenschutz im Blick behält. Da ist sicherlich noch eine Menge zu tun und da bin ich mir nicht sicher, ob man dann wirklich so an einem Strang zieht, wie es notwendig wäre. Aber auf der anderen Seite komplett die Regulierung aufzugeben und den sogenannten freien Markt auf die Europäische Union und auf die europäischen Daten losgehen zu lassen, ist ja auch nicht so das, was wir wünschen. Wir wollen jetzt gar nicht auch in andere Länder gucken, die ja dann auch auf diese Daten potenziell zugreifen können, die nicht unbedingt, nicht so ganz so freundlich wie die freundliche amerikanische Konzerne, jetzt widersprechen wir wahrscheinlich wieder selbst, aber ich rede von Russland, China, die eben auch die Daten nutzen können. Es ist, wie gesagt, nicht einfach, aber ich glaube schon, meine Meinung zum Abschluss unserer Diskussion, dass es richtig ist, dass wir regulieren und dass es richtig ist, dass wir die Konzerne ein bisschen im Zaum halten. Und überraschenderweise kommen ja dann auch plötzlich Meldungen, wie sie gestern, du hast Volker Weber vorher schon zitiert, Apple-Pressemitteilung. Also da steht dann drin, wann wir dann auch in Europa, auch du mit iPhone Mirroring, auf Apple Intelligence Funktionalitäten zugreifen werden im April kommenden Jahres. So zitiere ich mal Volker, der die Apple-Pressemitteilung entsprechend zitiert. Also es ist schon so, dass Europa auch ein wichtiger Markt für Meta, für Apple und die Konzerne ist. Und die versuchen Druck auszuüben, die versuchen auch durchaus die Europäer zu erpressen. Ich sage das bewusst mal so hart, um uns die Tränen in die Augen zu treiben. Und mit diesem tränenreichen Wort gebe ich dir das Wort zum Schlusskommentar. Ja, also ich würde nochmal, du hast die Francesca Bria schon erwähnt, den Artikel, also sie hat ja einen Artikel in der Zeit geschrieben, da hat sie dann, es war, wie du gesagt hast, eher auf Social Media bezogen, aber der Titel heißt halt, es geht hier nicht um Meinungsfreiheit, sondern um Demokratie, und ich würde da schon jetzt zum Abschluss nochmal so dieses größere Feld aufmachen, also was ist halt, oder wie es aussieht, wenn eben Tech-Konzerne, wenn eben auch die Investoren, die dahinter stehen, wenn die halt auch in die Politik eingreifen wollen, das kann man ja gerade an der amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf sehen. Und bei allen Schwierigkeiten, bei allen Herausforderungen, die eben auch hier in der EU mit den Regularien mit sich die das mit sich bringt, du hast es erwähnt mit der DSGVO, sehe ich das doch als grundsätzlich positiv, dass sie eben auch bestimmte, dass es eben nicht nur um wirtschaftliche Freiheit geht, die ja dann vor allen Dingen wirtschaftliche Freiheit der größeren Unternehmen ist, sondern dass es eben auch um gesellschaftliche, um demokratische Werte geht, die eben auch verteidigt werden müssen. Und da würde ich auf jeden Fall diesen Artikel von Francesca Bria, den verlinken wir ja dann auch, empfehlen, weil da steht wirklich sehr viel, finde ich, oder finden wir, du ja auch, du hast gerade genickt, steht eben auch wirklich sehr viel Bedenkenswertes und Richtiges drin. Das ist ein gutes Schlusswort. Es ist nicht einfach. Wir wollen aber diesen Podcast oder diesen Videocast nicht beenden, ohne auf unsere nächste Sendung hinzuweisen. Wir haben ja letzte Woche unsere Serie Ladelust zum Thema E-Auto, PV-Anlagen, Solarstrom, Energiewende entsprechend gestartet. Haben auch sehr, sehr positive Reaktionen darauf bekommen. Dafür herzlichen Dank. Sind auch für Anregungen und Kritik dankbar. Und unser Ziel ist jetzt auch immer mehr Gäste dort in diese Serie zu integrieren. Und kommende Woche kommt unser guter Bekannter, alter Bekannter, jetzt machen wir uns wieder älter, als wir sind, Frank Hamm zu uns, der sich vor ein, zwei Jahren für ein Hybridfahrzeug entschieden hat. Da, wo die einen drüber schimpfen, die sagen, das bringt ja gar nichts, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes, aber er hat seine Gründe gehabt und Frank wird uns mit uns dann darüber diskutieren, warum, weshalb und wieso, und wie sein persönlicher Weg hin zur Elektromobilität und entsprechend alles, was rundherum sich an
heranzieht, entsprechend entwickelt. Da freuen wir uns drauf. Absolut, ich freue mich drauf. Lange nicht mehr gesprochen mit ihm. Ja, und die nächsten sind auch schon in der Queue. Wir haben schon an den weiteren Gesprächspartner, den halten wir auch noch geheim. Wenn er zuhört, genau, dann weiß er, wohin es geht. Lars, es war mir immer eine Pläsier. Ich danke, wünsche dir auch eine schöne Woche hier aus dem nebligen Darmstadt. Ich könnte heute, wie heißen die Filme, die Horrorfilme, die immer in den 60er Jahren da liefen? Ah, der Hund von Baskerville. Nebel des Grauens oder so. Wir verabschieden uns mit Edgar Wallace und hoffen trotzdem, dass ihr eine gute Woche habt. Bis dann, ciao. Ciao.